Vielleicht sollten wir nach Qaingon zurückkehren. Ich habe kein Interesse daran, in dieser gottverlassenen Ödnis umzukommen. Schweigt, Mervyn. Sie sind nichts als einfache Wölfe. Wölfe, die ohne Angst ein hell erleuchtetes Lager angreifen. Bei allem Respekt, aber wenn dies einfache Wölfe sind, bin ich eine Elfentänzerin. Habe ich etwa um eure Meinung gebeten, Meister Brinks? Nein? Also macht, wofür ihr bezahlt werdet. Und behaltet eure feigen Meinungen für euch selbst. Wir wären alle hier in Sicherheit, wenn eure Männer die Posten bemannen würden, anstelle zu saufen und Würfel zu spielen. Und jetzt schafft diese Leiche weg, bevor ihr Gestank mein Zelt verpestet. Darf ich fragen, was vorgefallen ist? Die Wölfe haben diesen Jungen getötet. Das ist natürlich nichts Unnormales in diesem Lager. Alle wissen, dass diese verfluchten Wölfe die Flammen so sehr lieben, dass sie am liebsten darin baden möchten. Das reicht, Brinks. Und wer seid ihr? Geralt von Rivia. Hexer. Prinz Mervyn Ademain von Ardkaraik. Wie schön, dass ihr uns nun besucht. Wir haben schon den ganzen Tag auf eure Reaktion gewartet. Reaktion? Worauf? Ich werde es euch erklären. Ich bin die Zauberin Sabrina Glewissig. Gehen wir in mein Zelt. Mervyn, könntet ihr euch bitte um diese Angelegenheit kümmern? Natürlich. Aber ich würde gern erfahren, was ihr vereinbart. Das muss warten. Die Wölfe nähern sich. An die Waffen! Und er sagt an die Waffen, er ist der Erste, der erstmal hier zurückgehen möchte. Der ist weg, der ist weg. Na, lass das hier mal sein. Ich dachte, wir hätten viele Wölfe erwischt, aber irgendwie nicht so wirklich. Alter, was sind das für aggressive Wölfe? Die machen ja hier alles kaputt. Ach, hat er mir gerade den Rücken gebissen. Das Wichtigste habe ich übrigens wieder vergessen. Ich wollte mal ins Inventar gucken. Ach, dann ist noch einer, dann ist noch einer. Dann rennen wir alle mal darüber. Quartiermeister, Söldner, ein Wolf. Wie gesagt, sollte alles gehen. Genau, der Bau ist auch noch da. Ja, ich habe nicht gesagt, dass du hier anlaufen sollst, du komischer Bauer. Quest aktualisiert die Wölfe und ich muss die Gründe für diesen unerwarteten Besuch herausfinden. Damit sind wir beschäftigt. Das stecken wir weg. Jetzt gehen wir hier aber nebenbei erstmal ans Plündern. Ungeheuer, heute ein Heieiei. Schön, dass hier dann Schriftrollen und so Zeug angezeigt werden. Nächstbüch, um Informationen über Ungeheuer und alchemistische Zutaten zu gewinnen. Was? Achso, um Informationen über Ungeheuer und alchemistische Zutaten, in Klammern daraus wahrscheinlich, zu gewinnen. Ihr müsst über Zutaten Bescheid wissen, bevor ihr sie sammeln könnt. So, genau, dass wir da auch Informationen daraus gewinnen oder herausgewinnen können. Hier liegen sehr, sehr viele Reste. Und hier ist nochmal eine Balissafrucht, die nehme ich auch mit. Kann man alles bestimmt gebrauchen, Überreste. Und dachte, dass wir den Wolf jetzt hier auch drin haben. Wolfspelz, die Leber und den Fangzahn. Sehr schön. Die verstümmelte Leiche. Oh, wir haben einen Dolch dabei. Schaden 1 bis 6. Schaden 5 bis 10 ist natürlich viel mehr, aber... Ach, warte mal. 1 bis 6. 5 bis 10. Das Ding macht mehr Schaden. Und wir können hiermit einen Schild brechen. Auch wenn ich nicht so viele Schildbrecher wahrscheinlich als Gegner habe. 50 Münzen. Nehme ich alles mit. Die ganzen Überreste hier rumliegen. Ich habe aber hier irgendwo noch einen Soldaten liegen sehen, denke ich. Also theoretisch müssten wir hier auch noch einen... Soldaten finden, den wir theoretisch um sein haben und gut erleichtern könnten. Ich meine, ne, bevor es hier rumliegt. Lagerfeuer? Nee. Okay, schade. Ich möchte erstmal mit den Bauern sprechen. Und dann gehen wir mal zu der Hexe. Was für ein... oder zu der Hexe, sei schon zu der Zauberin. Aber was für ein süffisantes, unverschämtes Stück. Und, was so viel wichtiger ist... Ah, ich habe schon wieder Würfel gehört, obwohl wir das ja an der letzten... im letzten Abenteuer schon mehr als genug getan haben eigentlich, geht das Würfeln. Und, der Typ, der da hinten steht... Erinnert mich sehr stark an, wie heißt er denn? An Radovid vom Aussehen her, aber wahrscheinlich ist das eher ein Zufall. Oh. Der spricht sehr viel mit uns, okay. Lagerfeuer, Zelteingang, dann sprechen wir erstmal mit den ganzen Leuten. Zwergensöldner und andere Söldner. Zum Teufel, ich bin zu alt und zu müde dafür. Ich hoffe nur, dass wir nicht aneinander geraten. Und ich denke, der Kommandant der Zwerge hat die Stimme von Soltan, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Hexer, ich habe keine Angst vor euch. Muss auch nicht, solange du mich in Ruhe lässt. Verflucht seien der Adlige und seine Hexe. Das sehe ich ähnlich. Hätte man die Burg nicht noch weiter oben in den Bergen errichten können? Die ist ja nicht dafür da, dass jeder versoffene, würfelspielende Söldner hier auftrampelt oder hier auftaucht und da hochtrampeln kann. Seid gegrüßt.
Ich bin Merton Brings, Kommandant dieses jämmerlichen Haufens. Geralt von Rivia. Nun, wie sieht es aus, Geralt? Wie sieht was aus? Werdet ihr mit der ehrenwerten Glewisig Frieden schließen? Mögen die Flöhe diese verdammte Schlampe auffressen? Oder stehen wir hier vor einer ernsthaften Meinungsverschiedenheit? Glaubt mir, Merton, ihr wollt eure Klinge nicht mit mir kreuzen. Natürlich nicht. Ich habe davon gehört, wozu euresgleichen imstande ist. Einst konnte ich einem Hexer bei seiner Arbeit zuschauen. Das ändert aber gar nichts. Wir haben einen Vertrag und Verträge sind heilig. Also, wie lautet eure Entscheidung? Das weiß ich noch nicht. Lasst es uns herausfinden. In Ordnung. Verzeiht, dass ich euch nichts anbieten kann. Wir können wegen dieser Wölfe nicht jagen und unsere Vorräte gehen zur Neige. Aber wir können würfeln. Jetzt habe ich kurz... ich habe vorhin erst gewürfelt. Ich würde aber gern... Moment. Wir unterhalten uns erstmal ein bisschen und dann schauen wir mal, ob wir mit ihm vielleicht eine Runde würfeln. Da fällt mir gerade ein, hätte ich die ganzen Leute, mit denen ich im Hauptspiel auch gewürfelt habe, so lange im Würfelpoker besiegen können, bis die dann nochmal so einen Extrasatz quasi rausholen mit, ich möchte nicht mehr mit euch spielen, weil ich kein Geld mehr habe. Also hätten wir da noch mehr Geld rausziehen können, theoretisch wahrscheinlich. Hätte ich ausprobieren müssen, egal. Was hat es mit diesem Vertrag auf sich? Nun, sobald Merwin uns zu kämpfen befiehlt, bleibt uns keine Wahl. Er zahlt regelmäßig und pünktlich. Mir sind die Hände gebunden. Der Adlige hat also das Sagen. Theoretisch. Und praktisch? Ich sage nur so viel. Wenn König Henselt spricht, unterbricht Sabrina Glewisig ihn, indem sie ihre Faust auf den Tisch schmettert und ihm befiehlt, das Maul zu halten und zuzuhören. Wie reagiert Henselt darauf? Er hört zu. Die Frau kann ganz schön unangenehm sein. Merwin ist aus Kaingorn. Und hat erst kürzlich Zugang zum Hof von Henselt erhalten. Er ist dieser Hexe nicht gewachsen. Wer ist das? Mit Hexen wissen Hexer am besten umzugehen. sehr witzig. Was haltet ihr von dieser Daedre? Für meinen Geschmack zu dürr. Nichts zum Anpacken da. Oder zum Schütteln. Oder zum Grapschen und... Ist wohl nicht unbedingt der Typ Frau für Zwerge. Genau. Aber ich würde sie auch nicht unbedingt von der Bettkante schubsen. Ups. Jetzt habe ich hier wahrscheinlich, weil ich erst mit dem Zwerg gequatscht habe, einen minimalen Teil von der Story vorgegriffen. Mist, siehst du, weil ich jetzt wieder alle Infos im Umkreis abklammern wollte, um nicht irgendwas zu verpassen. Ärgerlich. Merton Briggs, ein Eintrag in unserem Charakterbuch. Der Zwerg Merton Briggs ist der Anführer der Söldneneinheit, die Merwin Edmaine und Sabrina Glewisig Schutz gewährt. Er selbst bezeichnet sich, nicht zu Unrecht, als Rationalist. Briggs ist ein durch und durch loyaler und ehrlicher Soldat. Die Untergebenen von Briggs werden regelmäßig und immer zum vereinbarten Preis ausbezahlt. Der Zwerg kann sich stets auf seine Kämpfer verlassen und würde keine Sekunde zögern, sie in den Kampf gegen Daedre oder sogar die Hexer zu werfen. Naja, interessantes Klientel, also was da vor unserer Burg herumlungert. Ich möchte mit ihm sprechen, er steht auf, das ist sehr imposant, aber... Was wollt ihr, Hexer? Eigentlich nur sprechen. Ich hoffe nur, dass wir nicht aneinander geraten. Das hoffe ich auch. Geralt? Wie habt ihr Kaer Morhen gefunden? Wir sind der Spur des Mädchens bis hierher gefolgt, dank Reim. Er ist der beste Kundschafter, den ich kenne. Würde jede Nadel im Heuhaufen finden. Er hat das Mädchen aufgespürt? Geralt? Also diese Daedre, um die es geht, die muss hier anscheinend auch irgendwo sein. Und es ärgert mich jetzt, dass ich hier wieder dieses Ding ein bisschen vorgegriffen habe. Egal. Gebt auf euch Acht. Also nicht egal, aber das lassen wir jetzt so, ne? Getreu dem Motto, was Licht ist, Bicht. Und dann werden wir hier erstmal sicherheitshalber einen kleinen Speicherstand in ein Schließfach, wollte ich schon sagen, in ein leeres Fach einlegen. Dankeschön. Und dann werden wir hier mal trotzdem noch versuchen, ein bisschen... Geralt? Wir haben es ja schon lange nicht mehr gemacht. Na, was sein muss, muss sein. Wenigstens eine Runde. Verdiene ein bisschen Geld mit Würfelpoker, also bitte. Das war knapp. Ich habe vergessen, wie viel Geld ich dabei habe. Aber momentan haben wir ja 550 Münzen, eine stattliche Summe. 1, 2, 3, 5, 6. Sie sehen einen Hauch von nichts an dieser Stelle. Er würfelt natürlich direkt drei Einsen. Da kann man nur mit zwei Münzen hochgehen, okay.
Was hältst du denn davon? Ich schmeiß alles bis auf die 6 rein und schau, dass irgendwas passiert. Vor allem mit 3 Einsern könnte er aber 2 6 ausstechen, ne? Oh, und das wird er wahrscheinlich auch tun. 6 und 6. Ja gut, dann macht er sogar noch Full House. Da habe ich keine Chance. Und nochmal rein das Ganze. 3, 4, 5, 6. Ja gut, 2 Vierer haben wir. Ich weiß nicht, wie ich das... wir haben 2 Fünfer. Okay, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Aber es sieht fast noch aus, als würden wir hier schon wieder verlieren. Ah, ich kann ja die ganze Zeit Würfelpoker spielen. Aber ich mag dieses Minispiel einfach. Weil so wie es ausschaut, müssen wir hier an der Stelle schon wieder direkt laden. Ah, das gibt's doch nicht. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar, wunderschön. Dann laden wir hier doch direkt nochmal. Zum Glück, wie gesagt, haben wir hier sein Fach verwendet. Ah, ist das ärgerlich, ist das ärgerlich. Naja. Wir bleiben aber dran an der ganzen Sache. Huch, und auf einmal regnet es. Naja, okay. Geralt? Dicke Batzen direkt am Anfang immer rein damit. So, der unterste Würfel hat sich so gut wie nicht bewegt. Wir fangen aber mit 3 Fünfern an, das ist schön. Und trotzdem frage ich mich, wir haben das Ding jetzt im Freien aufgebaut. Wir hören außenrum den Regen und das Gewitter, was sehr atmosphärisch ist. Aber meine Frage dazu, wieso wird unser Spielbrett nicht nass? Also so als, so aus reiner Neugier. Ich würde gerne wissen, aus reiner Neugier, habe ich gerade reine Neugier gesagt? Ich wollte sagen, aus reiner Neugier. Ich würde mal interessieren, wie das funktioniert. Und dann machen wir ein Full House. Das heißt, ihr müsst jetzt 4 Sechser würfeln. Okay, gut, hat funktioniert. Ich habe genau gesehen, wie sich der eine Würfel hier nochmal gedreht hat, obwohl er nirgendwo hingeblieben ist. Leugnen zwecklos, ich habe es genau gesehen. Wollte ich das Spiel wieder veräppeln? Wie mit diesen Würfeln? Ach nee, 2x6, das ist halbwegs noch verkraftbar. Okay, ein Dreierpaar gegen ein Sechserpaar. Das heißt, theoretisch könnt ihr jetzt hier einen Sechser-Drilling draus machen, dann ist die Geschichte gleich vorbei. Ah, habe ich natürlich nicht gemacht. Wir warten mal, ob er eine dritte 3 würfelt. Nein, du würfelst keine. Ich glaube, wir haben gewonnen. Wunderbar. Mal ganz schnell ein paar Münzen von ihm mitgenommen. Ich danke dir, siehst du, auf den zweiten Anlauf. Fast perfekt quasi. Schnell das noch eingesteckt. Dann will ich aber trotzdem hier nochmal außenrum schnell spazieren, dass wir zumindest nochmal auf das Ding mit der Daedre zu sprechen kommen, die ja hier auch sein soll. Seid gegrüßt. Wie läuft das Geschäft? Wie es läuft, Hexer? Ich kümmere mich um die Jungs, aber ich bin kein fahrender Händler. Natürlich, ich tausche gerne ein paar Waren ein, aber meistens verkaufe ich nur unbrauchbare oder abgenutzte Ausrüstung. Ein Zusatzgeschäft, könnte man sagen. Abgenutzte Ausrüstung. Ihr müsst weit gereist sein. Ein langer Weg, und er war nicht gerade mit Rosen gepflastert. Naja... Einmal nahe Banart war ich gezwungen, meinen Feinden über eine Blumenwiese zu entfliehen. Aber es waren nur Mohnblumen. So viele Fragen auf einmal, die man hier stellen kann. Wo machen wir denn weiter? Gegen wen habt ihr gekämpft? Ich habe damals nicht unter Brings, sondern unter Akuto gedient. Es gab lokale Raubzüge und Streitigkeiten unter den Herrschern. Ich glaube, es begann mit einem Streit über die Nordmark und endete wie immer. Also wie? In einem wirren königlichen Streit. Bruder gegen Bruder, Schwester gegen Tante, vielleicht auch noch der Großvater involviert. Familienstreitigkeiten, ihr wisst schon. Alte Zankfälle, alte Narben. Davor war es Dolblatana, danach Kovir. Und jetzt bin ich bei Brings. Eine weite Reise also. Ist Brings ein guter Kommandant? Guter Kommandant? Schlechter Arbeitgeber. Die Arbeit für die Adligen ist immer problematisch. Der einzige Vorteil ist, dass unser Auftraggeber solvent bleibt. Und die Zauberin? Ich kümmere mich nicht um die Angelegenheiten der Magier. Sie sind gierig und neigen zum Jähzorn. Sehr schön zusammengefasst. Was hat er denn so ein bisschen alte Sachen, sagte er? Die Mäische Stahlschwert, minus 20% Schaden. Das werde ich mir nicht kaufen. Die Fackel. Ich werde für ein Stück Holz mit Kohle oder mit Stoff dran 200 Münzen ausgeben. Sonst geht es ja aber schon noch gut. Diamantstaub, der ist wieder unglaublich günstig, na klar. Gänseschmalz, Feuersteine. Ja, so eine Axt, ne? Kritischer Effekt Bluten.
Das sind aber auch wieder 200 Münzen. Nein, die spare ich mir erstmal. Vielleicht ein anderes Mal. Hier liegen noch Kräuter. Der Bauer ist der von da vorne wahrscheinlich. Oh. Genau, sehr gesprächig. Merkt euch meine Worte. Diese Hexe wird unser Untergang sein. Scheiße fressen, ständig Regen und dazu noch diese verdammten Wölfe. Das klingt tatsächlich nicht schön. Hier ist der Koch, da sein Fass. Ich werde einfach mal, ne? Ich meine, ich muss ja hier ein bisschen für mein leibliches Wohl sorgen. Ich meine, wir haben uns ja hier gerade gemeinsam gegen die Wölfe verteidigt. Da kann ich ja schon mal ein bisschen in der Futtertruhe von den Jungs quasi mal mir etwas ausleihen. Hier mal bloß ein paar Blumen mitnehmen. So, und jetzt sprechen wir nochmal mit dem Koch. Und danach gehen wir endlich mal in das Zelt hinein. Da wird es auch wesentlich trockener sein. Was? Nein, da kann man auch wieder würfeln. Nein, ich muss mich zusammenreißen. Wir würfeln beim nächsten Mal mit dem Kerl. Was ist das für ein Gestank? Meine Delikatessen, warum? Was schreit er denn so? Zeig mir mal die Waren. Okay, Schnaps, ein bisschen Fett, Wassermelone, Bärenfett, Wyvernblutbrand. Mhm. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Von Druiden destillierter Brand. Das klingt sehr interessant. Wir könnten ihm hier sogar die Sachen verkaufen. Weißt du was? Es war sehr unverschämt, ihm seine eigenen Sachen zu verkaufen. Was habe ich denn eigentlich alles dabei? Achso, die Wolfsköpfe, ein paar Tränke. Oh, echt nicht so viele Tränke. Schade. Okay, dann sind wir beim Koch auch fertig. Mit dem könnten wir noch... Moment, halt, stopp. Auch hier einmal schnell speichern. Weißt du was? Das will ich jetzt trotzdem noch probieren. Ich gebe es zu, ich wollte eigentlich was anderes machen. Ja, aber alles, was wir hier quasi... an Würfelpoker-Situationen was? Durchmachen, haben wir dann quasi gleich weg. Auch hier kann er wieder mit zähtigen Beträgen spielen, sag mal her. Vielleicht noch eine krönende Runde. Ah, zwei Vierer. Ich weiß ja, warum es mir dieses Spiel so angetan hat, aber das Spiel hat es mir übelst angetan. Und warum habe ich jetzt hier zum zweiten oder dritten Mal wieder ein paar kleinere Ruckler mittendrin? Das finde ich jetzt aber nicht so schön. Wir machen erstmal weiter. Und zwar... mal noch zwei Vierer, dann sind wir wieder auf der sicheren Seite. 1, 3, 6. Schön, das hat genau gar nichts gebracht. Ja. Wunderbar, wunderschön. Was würfelt er? 5 und 2. Gut, okay, da wären wir eh chancenlos gewesen, so oder so. Und nochmal rein mit den Würfeln. 4, 5, 6, Würde. Okay, das ist nicht ganz das, was ich sehen wollte. Das macht es alles ein bisschen verwirrender. Ja, natürlich drei gleiche. Pass auf, ich möchte versuchen, eine 6 noch zu würfeln. Das heißt, ich werde hier ein paar Mal auflösen. Vielleicht war das so taktisch gar nicht so sinnvoll. Wir lassen uns überraschen. Ich habe zweimal... wieso habe ich denn jetzt zweimal das gleiche gewürfelt? Okay, ich muss sagen, das ärgert mich jetzt schon, dass ich jetzt trotzdem sage, ich will es einmal probieren. Eigentlich wollte ich jetzt gerade so sagen, pass auf, ne? Jetzt gewinnen wir einmal. Dann können wir vielleicht in Ruhe einer entspannten Aufnahmepause gehen. So dieses Stündchen quasi, um wieder ein bisschen reinzukommen, nachdem ich jetzt auch eine... ja, kleinere Aufnahmepause insgesamt hatte. Aber nee, da will ich jetzt auch versuchen, den zu knacken. Ich glaube, es war falsch, mit ihm hier nochmal das Pokern anzufangen. Aber wir tun gar nicht lange rum. Vielleicht klappt es ja jetzt noch. Wenn nicht, wird das der Einstieg beim nächsten Mal sein. Also einmal mehr Würfelpoker, was mir fast schon leid tut. Aber nach wie vor, ich mag dieses Minispiel sehr, sehr gerne. Und ich werde nicht müde, das zu betonen. So, das haben wir, das haben wir. Was brauche ich denn jetzt hier? Die 2 kann weg, die 1 kann weg und die 2 kann weg. Mal hier aus diesen zwei Vierern mal noch eine dritte 4 machen. Wie schaut's aus? Ja, wunderbar. Schön einen Drilling hingelegt. Das heißt, theoretisch wird er wahrscheinlich das gleiche... er wird ein Full House versuchen. Natürlich kann er, hat er das Glück, ein Full House zu würfeln. Alles klar, aber noch ist alles offen. Noch ist alles... oh, hä? Ja, meine Augen sind offen, wenn ich diesen Quatsch hier sehe, den ich da zusammenwürfel. Aber okay. Er hat ein paar... wir auch, aber halt irgendwie bloß so ein niedriges. Wir versuchen einfach mal irgendwas mit der 6 noch zu erreichen. Und würfeln. Ja, immerhin zwei Paare, aber es bringt genau gar nichts. Wir schauen mal, was ist, wenn jetzt eine 4 würfelt, bin ich wieder raus. Eine 6, 2, 3. Boah, okay, das war sehr, sehr knapp. Aber wir haben gewonnen, zumindest diese eine Runde. Und jetzt machen wir den Sack noch zu, habe ich gehört. 1, 2, 3, 4, 6. Das ist ja gar nichts. Wieso hat er zwei Paare und ich habe nichts? Das finde ich jetzt aber nicht so schön.
Wir versuchen das Gleiche nochmal. Ich habe zwar gerade überlegt, wegen der einen Straße, ob ich hier eine 5 raus... versuche eine 5 zu würfeln, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. 6, 4... Das ist ja bloß ein Paar. Ja, und da hat er natürlich 2 Paare und ich habe bloß ein Paar. Das ist sehr schön. Ja gut, also der Koch, der wird mich hier noch ein bisschen was kosten an Zeit. Wahrscheinlich, um den beim nächsten Mal Würfelpoker zu knacken. Schade, und ich sag noch, wir gehen beim nächsten Mal Würfelpoker und Geheuhäuten. Und ich sag noch, wir werden gleich mal ins Zelt reingehen, um die Sache mit Daydre, die ich ja schon minimal gespoilert habe, zu klären. Ärgerlich, ärgerlich. Naja, auf jeden Fall fürs nächste Mal werden wir hier mal das Ding da noch abklappern mit der Wölfin. Worum es hier überhaupt geht. Also in das Zelt gehen, werden hier mit dem anderen Käfer noch das Würfelpoker einmal mehr zu Ende bringen. Und danach müssen wir irgendwann auch mal in Richtung, unserer Feste eigentlich gehen dürfen. Wie gesagt, ach ja, mit dem, das sollen wir vielleicht vorher auch nochmal quatschen. Werden wir alles tun und mit dem Speer auch noch, den ich da hinten gesehen habe. Wie gesagt, alles Stoff für die nächsten Aufnahmen. Da mache ich jetzt aber erstmal eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.